Bilder vom Wochenende auf Malta. Eine Gruppe von rund 250 Migranten wird an Land gebracht. Andere Bootsflüchtlinge jedoch bleiben auf dem Rettungsschiff Ocean Viking, weil sie nicht in Malta an Land gehen dürfen. Hier auf Malta haben sich nun am Montag EU-Innenminister getroffen, um über Migrationsfragen zu beraten. Die Vertreter aus Deutschland, Frankreich, Italien und Malta haben sich dabei im Streit über eine Verteilung von Bootsflüchtlingen geeinigt. Man habe sich auf Regeln für einen temporären Notfallmechanismus für Bootsmigranten aus dem zentralen Mittelmeer verständigt, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU nach einem Treffen mit den Amtskollegen aus den drei Ländern. Italien und Malta erhielten Zusagen für die Anerkennung von Flüchtlingen. Zudem würden Zeitlimits für die Verteilung beschlossen. Die Frage, welches EU-Land wie viele Menschen aufnehmen werde, sei aber noch nicht entschieden, da sie davon abhänge, wie viele Staaten sich beteiligten. Hier werde es noch Diskussionen beim Treffen aller EU-Innenminister in zwei Wochen in Luxemburg geben, ließ Seehofer verlauten. Die EU-Kommission heißt die Umverteilungsinitiative einer Sprecherin zufolge willkommen und bietet Unterstützung an.